Was bedeutet schon Zeit? Das ist ein Tod, was verbindet. Nichts verstanden. Alles zu verdammter Stolz. Ich weiß, dass ich nicht real bin. Zumindest nicht nach eurer Definition des Wortes. Ich weiß verdammt genau, was ich tue. Sie machen sich selbst zu Marionetten. Aber was ist denn schon der Tod? Sie könnten doch so viel ändern, wenn Sie es nur wollen. Alles beginnt mit den Träumen. Erinnert euch. Hier sind wir wieder. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play. Skyrim Legendary Endwell. So, wir sind mit PP. Nehmen und ausführen. Das, was beim letzten Mal ja nicht so gut geklappt hat. Lest Bücher, erforscht alte Ruinen, achtet genau darauf, was euch auf euren Reisen erzählt wird. Oh, ihr fühlt euch benommen. Gestartet. Es beginnt mit den Träumen. Einen Weg ans Westland finden. Geschafft. Ich würde sagen, ne, Endwell ist vorbei, reicht jetzt, ne? Ist das hier Einsamkeit oder was ist das los? Was sieht aber gerade mega gut aus. Muss ich ja mal gerade zu sagen. Wie ist euer Tango hier? Sirius ist tot und ich lebe. Ich schreibe diese Worte, aber ich weiß nicht, ob ich mir ihrer Bedeutung auch nur ansatzweise bewusst bin. Ich bin auf mich selbst gestellt. Scheinbar hatte ich Glück, denn als ich aufwachte, fand ich mich in einer Bucht wieder. Das muss Enderal sein. Ich fühle mich eigenartig. Sowohl fiebrig und schwach, als auch stark und klar. So, als hätte mein Leben über einen Schleier vor meinen Augen gehangen, der du verschwunden ist. Außerdem erinnere ich mich an einen seltsamen Traum, den ich vorhin in Erwachen hatte. Hängen geblieben sind vor allem die Worte jener verschleierten Frau, die Sirius und mich im Bug überwältigt hat. Alles beginnt mit den Träumen. Erinnert euch. Fest steht, ich brauche Antworten. Und die finde ich am ehesten auf dem Festland. Ja, das ist richtig. Ich bin auf dem Festland. Okay, hier ist echt Performance Heavy gerade. Oh, was ist das? Oh. Spitzhacke, Genesungstrank, ranzig. Alles klar. Dann haben wir zumindest Waffen, ne? Wenn das gleich viel Schaden macht, dann kann ich mit dem Messer ja insgesamt mehr verursachen. So. Was war das? Die Ruine. Wie in der Vision. Gut, dass ich darauf hingewiesen wurde, denn hier... Wah! Das ist ein komisches Erfahrungssystem. Ihr habt Erfahrungspunkte erhalten. Sammelt genug, um einen Stufenaufstieg zu erhalten. Das ist also das Fallout-Erfahrungssystem. Auch gut. Das ist eine rote Malfassblume. Ach so. Ihre Weinflasche kann ich nicht anfangen. So, jetzt nochmal die Frage. Lebensregeneration festigen. 180% für 600 Sekunden. Ich weiß nicht, was das Arkanistenfieber ist, ist das Problem. Nach verlassener Tempel, soll ich da wirklich rein? Ja gut. Ich wollte mal gerade was wissen, ja, guck mal, das sind nämlich hier die Speicherstände, die ich habe.
Es ist ziemlich dunkel hier drin. Was eure Fertigkeiten verbessert ihr mit Lehrbüchern? Um es einzusetzen oder sonstige Gegenstände zu brauchen, öffnet euer Inventar mit I. Oder mit Tab. Oh. Was ist das denn? Verbesserter Einkauf für Lehrling. Aha. Also das Skillsystem ist auf jeden Fall ganz anders. Also ich muss sagen, das hier sieht ziemlich krank aus. Etwas fehlt, um den Mechanismus zu aktivieren. Nur was ist es? Ich habe schließlich nichts. Okay, hier ist nichts. Da muss ich halt wieder raus. So, wählt eure Worte mit Bedacht. Entscheidungen oder Aussagen, die gegen die Weltanschauung eures Gegenübers sprechen oder gar deren Gefühle verletzen, können einen Sympathieverlust zur Folge haben. Das ist wahr. Okay. Was ist denn hier oben? Ja, hier. Ein fleischloser Verbrecher. Oh, endlich ein richtiges Schwert. Ach ja, ich bin ja die Frau. Ich habe mich gerade ganz kurz gefragt, hä, wer ist das denn? So. Sehr gut. Haben wir das auch. Oh, hier ist eine... ein Zelt. Wo wir nicht rein können. Okay, wie komme ich aufs Festland? Das ist jetzt die große Frage. Hier war ich ja gerade eben. Aber ist das hier einfach nur falsch? Es gibt ja mehr als diesen einen Weg. Da geht's auch noch lang. Diese goldenen Büsche, ne? Die leuchten richtig. Hier ist noch eine Lagune. Okay, okay. Was ist das? Soll ich da hin? Alles klar. Da soll ich, glaube ich, nicht hin. Nee, ich muss anscheinend wirklich in diesen kleinen Gang rein, aber da war doch nichts mehr. Da habe ich was übersehen. Muss ja eigentlich, ne? Hier ist ein Zelt. Das steht hier doch nicht umsonst. Das Zelt. Aber da ist halt gar nichts, ne? Kein Stein, kein... Hinweis.
Huch. Ich muss, glaube ich, durch diesen Tempel gehen. Aber da war doch auch nichts. Oder doch? Nein, da war gar nichts. Wir lieber nochmal. Hier geht die Performance aber auch richtig runter. Etwas fehlt. Sehen. Aha. Und jetzt? Ah, das ist natürlich geil gemacht. Willst finden du des Rätsels Grund? So beginnt die Suche noch zur Stund. Welchen Tempel es gilt anzureisen? Ja. Ja. Dieser Tempel ist hier, der ist echt nice. Ich weiß halt so gar nicht, wo ich lang muss. Sag mal, sind wir barfuß? Das hörte man richtig. Oh. Oh. Um zu rasten. Ungenießbares Bier. So, wie lange schlafen wir? Ich mache erst vorher einen Schnellspeichern. Ich weiß nicht, wie stabil das ist. Ich kenne das ja. Guten Morgen. Sundas, also die Tagesnamen sind immer noch gleich. Da kommt gleich Mondas, ne, oder irgendwie so? Mondas, ja. Nicht abgestürzt, das ist schon mal gut. Ach so, hier ist das Wasser reingelaufen. Okay, das ist doch eine Zwergentür. Wow. Also hier ist sehr dunkel. Aber hier nicht mehr. Die Leichen und das Licht. Sie sind fort. Oha, verlassener Tempel. Also die Schauplätze hier, diese Maschine, warum wirkt sie mir so vertraut? Also die Schauplätze hier, das ist echt beeindruckend gestaltet. Muss man halt echt einfach mal gerade so sagen. Und was ist das? Eine Eispranke wurde dem Inventar hinzugefügt. Ah ja. Eine Eispranke ist das, dass wenn ich jemanden Eiswürfel in den Ausschnitt lege oder was weiß ich und das dann sage, it's a prank. Nicht? Da komme ich runter.
Naja, wir wollen aber jetzt nicht ein Gespräch über Pranks beginnen, denn das wird schlimm ausarten. Die Frage ist, ob ich mit dieser Maschine etwas machen kann. Aber es sieht nicht so aus. Aber ich kann hier weitergehen. Also das bisschen, was ich sehe zumindest. Wow. Eine Schlammorchel. Oh. Oh, das sieht gerade auch richtig nice aus hier mit dem Wasser und so. Ich will mal auf Leute treffen. Sagte ich und merke gerade, dass ich hier irgendwie einen Schmied höre. Jetzt ist die Frage, kann ich diese Maschine irgendwie? Ich kann mit dem Zahnrad nicht interagieren derzeit. So. Lesungstrank, ein Kelch. Da kann ich nicht oder wollte ich nicht mit dem Zahnrad interagieren? Wenn ich das anmache. Gibt es hier noch ein weiteres Zahnrad? Denn jetzt passiert? Ah! Mit STG kann man schleichen. Oha. Das wird der erste Kampf, meine Leute. Eine Truhe. Ein Eisenharnisch, eine Hobel, eine Laterne. Das sieht gar nichts. Oha. Komm schon. Der Kampf beginnt. Nicht so schwer. Wobei ich ja echt lieber das alte Erfahrungssystem halt, also aus dem klassischen Skyrim. So. Was haben wir hier? Nach Enderal, aber das in der nächsten Folge. Bis dahin und tschüss.